So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranger Things. Weiter geht's. Und zwar mussten wir gerade, ach ja genau, wir waren irgendwie gerade bei der, was waren das, Bibliothekarin, Sekretärin, auf jeden Fall, sollen wir jetzt irgendwie das Blumenzeugs holen. Na, $500 für eine Keycard. Okay. Diese Blumen sind wundervoll. Bereit für die Entschuldigung, Chief? Okay. Ja. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir gehen wieder. Okay, wen haben wir hier hinten? Das war irgendjemand anders, den wir, glaube ich, noch holen müssten. Müssen. Plack. Achso, warte mal. Was hat er denn? Ist das ein Dings gewesen? Ich muss mich gerade wieder so ein bisschen reinfuchsen, wie das ging. Er hat aber irgendwie gerade geschossen, ne? Ach ne, okay, er ist getreten. Ah, verstehe. Verstehe. Den können wir auch noch rüber später. Kommst du wieder angerochen? Was hast du als Entschuldigung anzubieten? Also, es tut mir wirklich sehr leid. Ich rufe dich dieses Wochenende an, versprochen. Also gut. Dieser Bibliotheksschlüssel sollte die Tür öffnen. Und vergiss es nicht. Ah, oh, ein Rucksack. Oh mein Gott, okay, ist überall nur Leben anscheinend drin, ne? Oh, ein paar Münzen haben wir auch noch. Pling. Aha. Du hast einen kanadischen Smoking gehalten. Hopper, Schaden plus 1 und erhöhte Angriffsreichweite. Wer war denn Hopper? Er. Wow, okay. Das ist natürlich crazy, so was ist, wenn wir hier rüber. Ah, das haben wir schon. Cool. Das ist ja wirklich cool. Einfach so gefunden in der Kiste, ne? Schon krass. Hier findet man schon einige schöne Dinge. So, jetzt kommen wir hier rein. In die Library, wenn du weggehen würdest. Danke. Kapitel 5, Rätsel in der Finsternis. Wir werden mal auf ihn wieder switchen. Ne? Und wenn er jetzt 2 Schaden macht, jedes Mal, also ein extra Damage. Schon nicht zu verachten, gerade wenn er auch diesen fetten Speed hat. 5 Bücher sind überfällig. Finde alle 5 von der eine Belohnung. Marissa. Okay. Na, wenn wir einfach alle kaputt machen. Das werden wir schon finden. Na, gehen wir erstmal hier unten links lang. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Da kommt Zeug raus, alles klar. Aber ich sehe ja keine Wände, wie die kaputt sind. Die mal kaputt machen könnten weiterhin. Gut. Pleng. Achso, wollen wir vielleicht Fernkämpfer? Kein Fernkämpfer? Okay. Dann haben wir hier einen Fernkämpfer. Okay, hier können wir fernangreifen. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo hier, okay, irgendwo Dingens ist. Ein verstecktes Buch. Oh, hier mein Koffer. 5 Leben. Schön raufdreschen. Und den Grafenzwerg in diesem Level gefunden. Wigglebum liebt den Regenbogen und andere bunte Lichter. Okay, ich glaube, diese ganzen Bücher auf dem Ding sind echt nutzlos. Da gehen wir gerade mal noch nicht rein. Hawkins Bibliothek. Lass uns mal den Rest noch abchecken. Pling. Kommen wir da rein? Verbarrikadiert. Okay, dann kommen wir auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder raus. Gehe ich mal von aus. Okay, das sind die Bücher, die ihr hier. Die dafür zuständig sind, dass wir da das Herz kriegen. Ja, da ist wahrscheinlich dieses Herzteil drin.
Oh, hier oben bin ich. Okay, wechsel stimmt. Ich kann nur mit ihm. Nochmal 5 Leben. Ich habe bisher nicht ein einziges Buch gefunden davon, ne? Ein Ei. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Da kommen wir später auch noch mit dem Ei lang. Oh, eine Schlüsselkarte, ne? So, was haben wir hier Schönes drin? Es ist eine Schlüsselkarte. In der Tat, es ist eine Schlüsselkarte, auch wenn ich noch eine hatte. Die hatte ich wohl irgendwoher mal gekauft, wahrscheinlich. Achso, ich komme ja auch gar nicht lang. Ja, alles klar. Zack. So. Funktioniert das? Oh Gott, er hat. Okay. Nee, funktioniert so nicht. Warum macht den Scheiß kaputt? Ich muss einen da hinten rein, das ist schon richtig. Fail. Na toll. So. So. Glaube nicht. Na. Der macht das kaputt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Oder macht er das auch da hinten kaputt? Ah, okay, er macht das auch kaputt. Gut zu wissen. Aua. Der blubbert auch schon wieder. Und ich dachte theoretisch nur, ist doch richtig gewesen, Freund, schon. Ich hätte nur das richtig explodieren lassen müssen. Gott, gib mir das auf den Sack, ey. Muss das nicht funktionieren? Ah, ne, der muss dahinter sein. Oh. Ich komme da gar nicht lang. Boah, diese Rätsel sind wirklich super ekelhaft, ey. So, das muss dahinter, das schon mal, steht schon mal fest. Das kann man nirgends rausreden. Jetzt doch theoretisch muss ich das doch nur zum Explodieren bringen. Verstehe nicht, was hier so schwierig sein soll. Aber bin auch wieder nicht am Nachdenken gewesen. Oh, geht's ja noch weiter. Aber ich hasse diesen Takelritz, die sind so räudig. Das ist einfach absolut. Geht gar nicht. So, ach, das war das erste Büchlein, ja? Nee. Hey. Was war das? Okay, machen wir. Okay, ist gar kein Buch, was man kaputt machen kann. Das war doch klar, dass das nicht so ist, oder? Ach so. Okay. So,
hier haben wir rein gar nichts. Das ist einfach noch extra ein Ei. Das ist okay, das kann man so lassen. Das ist schon letzte Stufe, bevor es explodiert. Zack, zack. Bei mir ist doch nie was drin, ne? Da ist nie was drin. Wo du so schnell krass Leben verlierst bei den Gegnern. Ja, ja, sehr ruhig. Blum. Noch eine Keycard, die muss ich hier unten irgendwo kriegen. Oh, die Bücherie, ah ja. Klar, klar, kann man alle kaputt machen. Bah. Ich habe bisher nicht ein einziges Buch gefunden. So, gut, ist relativ einfach. Doch nicht. Ach so, müsste ja theoretisch schon reichen, oder? Jo. Ja, mit der Keycard. Danke sehr. Ich habe noch nicht eine einzige, noch nicht ein einziges Buch gefunden. Ich werde hier bücherlos rausgehen, glaube ich. Ups. Ah ja, okay. So, da unten haben wir die Keycard. Bling! Und da geht's wieder raus. Okay. Dann hopp hopp wieder raus. Hi! Das sind Leute, bin ich froh, euch zu sehen. Der Entwischte. Was ist hier los? Wieso ist das dunkel? Dieses Psycho. Was? Diese Psychos aus dem Labor haben den Strom abgeschaltet und den Ort umzingelt. Es sind zu viele. Wir müssen unbemerkt hier raus. Dustin hat sich der Gruppe angeschlossen. Tippe in der Menüanzeige auf das Gesicht um deines Charakters, um den Charakter zu wechseln. Was ist denn eine schöne Spezialfähigkeit? Guck mal, zwei Fehler noch. Pudding, lenkt Feinde ab. Feinde verlieren bei niedriger Gesundheit Herzen. Ja, aber ich denke, ich kann die auch so besiegen, oder? Oh, anscheinend doch nicht. Das ist Tatsache, nur Stealth-Action ist ja beschissen. Das gefällt mir gar nicht. Dann nehmen wir doch mal unseren Pudding-Junkie. Der schmeißt den Pudding, oder? Mhm. Okay. Und wie könnt ihr Pudding werfen? Ah. Ah, okay. Kann ich den irgendwo hinschmeißen? Nee. Wie kommen wir an den Burschen vorbei? Sie bewegen sich nicht. Jeder mag Pudding, ich warte. Ich wette, ich kann sie mit Pudding aus meinem Rucksack weglocken. Tippert sagst du auf die Pudding-Tasche und anschließend auf den Boden, um mit einem Pudding Feinde wegzulocken. Ja, okay. Macht der währenddessen nichts mehr? Keine Ahnung. Mal gucken. Okay, doch, die machen nach einer bestimmten Zeit wieder was. Sind glücklicherweise alle relativ dumm. So,
So ein Herzchen, was auch so ein Herz von dem Gesundheit. Ist ja cool, dass das da steht. Okay, sieht er nicht. Bling! Ich weiß, ich habe hier irgendwo. Na, eigentlich. Na, ich würde es eigentlich nicht machen. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wo die langlaufen. Eine. Ja, eine kleine Kamera auch noch. Darf man die erstmal deaktivieren? Pff. Ach, guck mal hier. Ah, hier haben wir die Kamera. Ah, okay, verstehe. Okay, sie drehen sich auch nicht, das ist gut. Achso, Leute, ich sehe schon wieder. Wir haben wieder eine Viertelstunde. Oh, da ist ein Bossgegner. Eine Viertelstunde rum. Machen wir ganz kurz mal eine kleine Pause. Beim nächsten Mal geht es weiter nach Stealth-Action hier. Schon ganz cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Stranger Things. Bis dahin. Ciao.